Vom Sonnenstrahl, der sich eine Frau suchte. In der Kirche wurde eine Trauung gehalten. Viele Hochzeitsgäste waren versammelt, alle in ihren feinsten Kleidern. Die Orgel spielte, der Altar war mit Blumen und grünen Zweigen geschmückt. Die Braut saß in einem weißen Kleide, eingehüllt in einen großen weißen Schleier, neben ihrem Bräutigam. Der Pfarrer hatte sie eben gefragt, ob sie Mann und Frau seien und sich immer lieb haben wollten. Sie hatten beide ja gesagt, denn sie wollten es wirklich. Gerade in diesem Augenblick kam durch das hohe, schmale Kirchenfenster ein Sonnenstrahl hereingehuscht und gerade auf die Braut kam er zu. Auf ihrem weißen, feinen Schleier ließ er sich nieder, sodass er ihr ins Gesicht sehen konnte. »Wie schön sie ist«, dachte der Sonnenstrahl. »Was für wundervolle braune Augen sie hat und das prächtige schwarze Haar mit dem grünen Kränzlein. Sie sieht sehr glücklich aus.« Und dann huschte der Sonnenstrahl weiter, besah sich den Bräutigam und die fein geputzten Hochzeitsgäste, betrachtete die wundervollen Blumen, hörte noch ein Weilchen der feierlichen Orgelmusik zu und dann huschte er leise wieder aus der Kirche hinaus. Als er wieder draußen auf der Straße war, musste er an all das Schöne denken, das er eben gesehen hatte und ganz besonders an die wunderschöne Braut. Auf der Straße vor der Kirchentür sah er Leute stehen und warten. Die wollten gern die Hochzeitsgesellschaft sehen, wenn sie aus der Kirche herauskamen. Ein Schusterjunge war auch dabei. Er hatte ein paar Stiefel auf dem Rücken hängen und sang: »Hochzeit machen, das ist wunderschön!« »Er hat recht«, dachte der Sonnenstrahl. »Hochzeit machen ist wunderschön. Ich werde jetzt auch Hochzeit machen. Ich werde mir auch eine Frau suchen. Ob ich wohl eine finde, die zu mir passt? Und was würden meine Brüder, die anderen Sonnenstrahlen, wohl sagen, wenn ich ihnen erzählen könnte, dass ich eine Frau habe? Ich suche mir jetzt gleich eine.« Nahe bei der Kirche, in einem Garten, stand ein Rosenstrauch. Daran blühte eine herrliche rote Rose. Als der Sonnenstrahl die Rose sah, dachte er gleich: »Das wäre so eine Frau für mich. Schön ist sie und vornehm scheint sie auch zu sein. Sonst hätte sie kein so feines rotes Samtkleid an. Ich will sie gleich fragen, ob sie meine Frau sein will. Nur will ich warten, bis der Schmetterling fort ist, der eben bei ihr sitzt. Der braucht es gerade nicht zu hören.« Der Sonnenstrahl wartete und wartete. Der Schmetterling war zwar fortgeflogen, aber dafür kam ein anderer und dann noch einer. Und noch einer und dann eine Biene und dann ein Käfer. Da wurde der Sonnenstrahl nachdenklich. »Nein, eine Frau, die so viel Besuch bekommt, die kann ich nicht brauchen. Die hat ja gar keine Zeit für ihren Mann«, dachte er und ging von der Rose weg. An demselben Strauche auf einem grünen Blatte sah er eine blinkende Tautropfenperle liegen. Die gefiel ihm gleich sehr gut. Als er sie näher betrachtete, funkelte sie in allen Regenbogenfarben. Rot, grün, gelb, blau und lila. Das gefiel ihm noch besser. »Willst du meine liebe kleine Frau sein?«, fragte er sie. Die Tautropfenperle antwortete nicht. Sie zitterte nur. Da dachte der Sonnenstrahl: »Das heißt gewiss ja bei ihr«, und gab ihr einen Kuss und dann noch einen und noch einen. Aber bei jedem Kusse wurde die Tautropfenperle kleiner. Es war schon fast gar nichts mehr übrig. Da bekam der Sonnenstrahl einen kleinen Schreck. »Gott bewahre mich«, dachte er, »eine Frau, die noch nicht einmal einen Kuss vertragen kann, die taugt nicht für mich.« Er ließ das Tautropfenpünktchen auf dem Blatte liegen und ging seines Weges weiter. Im Garten gefiel es ihm nicht mehr und so wanderte er auf eine grüne Wiese. Durch die Wiese floss ein Bach und an einem der Weidenbüsche, die zu beiden Seiten des Baches standen, saß eine zarte blaue Libelle.
blau wie die Farbe des Himmels, in dem ich wohne«, dachte der Sonnenstrahl. »Vielleicht ist das die rechte Frau für mich.« Gerade wollte er sich neben der Libelle niederlassen, da breitete sie ihre feinen, durchsichtigen Flügel aus und flog über das Wasser des Baches hin. »Sie wird wohl wiederkommen«, dachte der Sonnenstrahl. Aber die Libelle kam nicht wieder. Sie flog immerzu über dem Wasser des Baches hin und her und schnappte sich eifrig Mücken und allerlei kleine Wasserinsekten. »Sie scheint sehr gefräßig zu sein«, dachte der Sonnenstrahl. »Man sollte das von einem so zarten, feinen Wesen gar nicht vermuten. Ich glaube, dass sie auch sehr eitel ist und das Bachwasser oft als Spiegel benutzt. Ich will sie lieber fliegen lassen und mir eine andere Frau suchen.« Nun machte der Sonnenstrahl sich wieder auf die Reise. »Es ist doch recht schwer, etwas Passendes zu finden. Ich hatte es mir gar nicht so schwierig gedacht«, sagte er zu sich selbst. »Aber ich will noch ein wenig weiter suchen.« Und er wanderte über die Wiese hinweg bis dahin, wo sie aufhörte und zum Walde hinaufführte. Dort auf dem grünen Wiesenabhang saß ein Mädchen und hütete Gänse. Neben ihm im Grase lag sein Schwesterchen, ein kleines süßes Ding mit lauter goldblonden Ringellöckchen, auf denen oben ein Kranz von Gänseblümchen saß. Von diesen feinen, weichen Löckchen, die im Winde tanzten, hätte sich der Sonnenstrahl gern eins mitgenommen. Sie schimmerten gerade so goldig wie er und schienen vorzüglich zu ihm zu passen. Aber die Löckchen gehörten zu dem Kinde. Und das Kind gehörte seiner Mutter. Und die hätte es ganz sicher nicht erlaubt. Die Gänse auf der Wiese schnatterten auch schon ganz gefährlich. Und das Kind drohte mit dem Weidenstock, den es im Händchen hielt, und sagte: »Du, du!« Da bekam der Sonnenstrahl Angst und flüchtete in den Wald hinein. Im Walde war es still und dunkel. Zwischen hohen Baumstämmen, über Baumwurzeln, Moos und Steine zog der Sonnenstrahl dahin. Hier besuchte er eine Familie von Heidelbeerbüschen, dort einen Tannenzapfen, hier einen Käfer und dort eine Spinne. Und wo er hinkam, da flimmerte es golden hell in dem dunklen Walde auf, und alle, die er besuchte, freuten sich. Auf einmal hörte er neben sich ein feines Piepsstimmchen. Der saß unter einem großen roten Fliegenpilz, eine Waldmaus. Sie sah aber traurig aus. »Darf man fragen, mein Fräulein, warum Sie so betrübt sind?«, sagte der Sonnenstrahl. »Ach«, seufzte die Waldmaus im kläglichen Tone, »nun bin ich eine Witwe. Mein armer Mann, heute Nacht hat ihn der Uhu gefressen. Nun sitze ich da mit meinen 6 Kindern.« »Oh«, machte der Sonnenstrahl, »das tut mir aber leid. Trösten Sie sich nur, beste Frau Waldmaus, Sie werden schon wieder einen neuen Mann bekommen. Wie alt sind denn Ihre Kinderchen?« 2 Tage alt«, sagte die Waldmaus, trocknete sich die Tränen mit ihrem langen Schwanze und sah den Sonnenstrahl plötzlich ganz beglückt an. »Sie sind so niedlich, meine Kleinen, noch ganz nackt. Die Schwänze sind bei allen wohlgeraten. Wollen Sie nicht sie ansehen? Wir wohnen gleich nebenan.« »Danke, danke«, sagte der Sonnenstrahl. »Es tut mir zwar sehr leid und ich muss um Entschuldigung bitten, aber ich habe große Eile.« Fort war er hinter dem nächsten Brombeerstrauch verschwunden. »Ich glaube, die Waldmaus hätte mich gern genommen«, dachte der Sonnenstrahl. »Sie selbst war auch nicht übel, aber 6 nackte, geschwänzte kleine Mäusekinder, ich danke.« Bei all dem Umherwandern, Suchen und Besuchen war es schon spät geworden und für einen Sonnenstrahl bald Zeit zum Schlafen gehen. Die rechte Frau war aber nur immer noch nicht gefunden. »Jetzt werde ich noch einen Versuch machen«, dachte der Sonnenstrahl. »Ist es damit wieder nichts, dann werde ich wohl überhaupt keine Frau mehr finden.« Der Wald, durch den der Sonnenstrahl gewandert war, ging nun zu Ende.
Nur noch ein paar kleine Tannenbäumchen standen da und Felsblöcke und allerlei Steine. »Guten Abend, Herr Sonnenstrahl«, rief es da zwischen den Steinen hervor. »Ei, sieh da, Fräulein Eidechse, das ist schön von Ihnen, dass Sie auf mich gewartet haben.« »Tue ich das nicht immer?« fragte die Eidechse und sie sah den Sonnenstrahl mit ihren klugen schwarzen Augen recht freundlich an. Der Sonnenstrahl betrachtete nachdenklich das zierliche, grünschillernde Ding, das da vor ihm auf den Steinen saß. »Eigentlich«, dachte er, »ist es ein ganz reizendes Geschöpf. Und sie liebt mich schon lange, das weiß ich. Wie wär's?« »Fräulein Eidechse«, fragte er, »wollen Sie mich heiraten?« »Heiraten?« fragte die Eidechse ganz überrascht. »Ach, das wäre wundervoll, aber...« »Aber?« »Lieber Sonnenstrahl, dann darfst du nie mehr von mir fortgehen. Dann musst du immer bei mir bleiben.« »Das wäre«, sagte der Sonnenstrahl, »und meine Arbeit, die ich in Garten, Wiesen und Feld zu tun habe, glauben Sie denn, ich bummle hier alle Tage bloß zum Vergnügen auf der Erde herum? Nein, immer hier bleiben, das geht nicht.« »Dann tut es mir leid«, sagte die Eidechse. »Aber dann taugen Sie überhaupt nicht zum Heiraten, denn einen Mann, der den ganzen Tag herumstromert, will niemand haben.« »Da, nun hab ich's«, dachte der Sonnenstrahl betrübt. »Also zum Heiraten tauge ich überhaupt nicht. Schade. Wie sang doch der Schusterjunge heute Morgen vor der Kirchentür? Hochzeit machen, das ist wunderschön. Ja, aber für jeden scheint es doch nicht zu taugen. Wirklich sehr schade.« Und traurig verließ der Sonnenstrahl die Erde und zog heimwärts zum Himmel hinauf. Als er oben war und gerade in den Himmel hineinschlüpfen wollte, sah er ein duftiges weißes Abendwölkchen dahingezogen kommen. »Das muss ich mir erst noch angucken«, dachte der Sonnenstrahl. Er wartete noch ein Weilchen, bis die kleine Abendwolke dicht vor ihm stand. »Ach, ist die niedlich! So weiß, so duftig! Wenn die Eidechse nun Unrecht hätte, wenn ich am Ende doch zum Heiraten taugte!« »Kleine niedliche Abendwolke, willst du meine Frau werden?« fragte er dann frisch drauf los. Und das Wölkchen sagte leise, »Ja!« »Ja?« jubelte der Sonnenstrahl. »Wie herrlich! Aber ich kann nicht immer bei dir bleiben. Tagsüber muss ich auf die Erde meine Arbeit verrichten. Nur des Abends kann ich zu dir kommen.« »Das schadet nichts«, sagte das Wölkchen leise. »Es genügt mir, denn ich habe dich lieb.« »Ja«, rief der Sonnenstrahl, »du hast mich lieb. Das ist die echte Liebe. Nun weiß ich es. Und nun weiß ich auch, dass du die rechte Frau für mich bist.« Er küsste die kleine weiße Wolke und unter seinem Kusse glühte sie rosig auf vor Freude. Dann aber eilte er heim und erzählte seinen Brüdern und Schwestern alles und lud sie zur Hochzeit ein. Die Sonnenstrahlen fanden alles sehr schön. »Morgen werden wir es auch so machen«, sagten sie. So kommt es, dass ihr manchmal des Abends so viele rosenrote kleine Wölkchen am Himmel seht. Die Leute sagen dann, das ist das Abendrot.